Horst Schlemmer, mein Name. Das ist aber schon dunkel hier. Da hat mich der freundliche Therme jemand mitgenommen. Ja, wo ist er denn? Hallo, hallo. Das ist doch hier der Sammelpunkt für die Kaninchenzüchter, wenn ich richtig informiert bin. Ist das so? Ich bedanke mich bei Ihnen. Na, hier ist ja schon mal richtig was los. Ist ja wirklich schöne, schöne Sache hier. Aber ich verstehe es ja nicht. Hier sollen doch die Kaninchen. Ich muss mir jemand fragen. Ach, das ist ja nachher. Hallo, hallo. Können Sie mir helfen? Da könnte ich mir nicht helfen, der Kollege. Da habe ich ja schon mal jemanden, den ich kenne. Das ist doch hier einer von den berühmten Ferner des Kaninchenzüchtern. Das ist doch hier die Vereinigung der Kaninchenzüchter, oder? Die sammeln sich doch heute hier. Ja, Sie haben noch Kaninchen. Oder haben Sie keine Kaninchen? Bin ich da falsch informiert? Sie sehen auf jeden Fall aus wie so ein Farmer. Das ist doch hier die Veranstaltung für die Kaninchenzüchter, oder? Einen Haken? Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe, aber einen Haken, Kaninchenhoppelhaken oder was? Das ist, ich verstehe, irgendwie bin ich nicht richtig informiert, ja. Ich glaube, die Ferner des Brüder, die sind ein bisschen zickig. Geh ich mal zu jemand anders. Da kommt der schon mal, aber das ist nicht mein Pilot da hinten. Die Kiste ist da zu groß, der war ja viel kleiner neulich. Vincenzo Lipazzi. Na, hier ist schon mal ganz schön was los. Ah, da ist ja auch der Kollege Miller. Herr Miller, haben Sie denn schon mal wen gesehen, der hier außergewöhnlich nach Kaninchen riecht? Nee, ne? Das scheint mir doch was anderes zu sein hier. Ah, sehen Sie mal, das ist ein Polizeiheli oder vom THW. Na, Technik interessiert mich ja schon immer. Er sieht auf jeden Fall amtlich aus, ob man da drunter durchlaufen kann. Mal probieren. Das geht? Ich kann nicht drunter durchlaufen. Das ist eine Brücke, würde ich sagen. Da ist ja keiner drin. Wie ist denn der geflogen? Das ist erstaunlich. Vielleicht kommt dann auch so ein dicker Klops. Junge, Junge, Junge. Das scheinen aber einige zu übertreiben hier mit Cavalla und den Helis. Herr Quax, ich glaube, Sie sollten an dem einen Ende landen, da wo die anderen Helis auch alle stehen. Das ist mal ein amtlicher Taro hier mit dem roten Kreuz, was aber ja kein rotes Kreuz ist. Der THW ist wieder nur am Spaß machen um Spielplatz da. Die schaukeln doch, das sehe ich doch ganz genau. Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Haben Sie sich da gerade auf die Wippe gesetzt und haben da gespielt? Redet auch nicht mit jedem. Aber wenn ich so einen Namen habe, der irgendwie nach einem Süßgetränk hier irgendwie, da würde ich vielleicht auch nicht mit jedem reden. Ja, das ist... Gut, alles gut. Ah, da ist ja schon unser Pilot. Das ist ja, ja, kommen Sie runter, hier, genau hier sind wir, ja, wunderbar, ist gut. Der Kollege denkt schon wieder, dass er in einem Auto sitzt. Da parkt hier ein, wie bei Lidl. Hier sitzen schon ganz schön viele Leute, die... Oh, gucken Sie mal hier, der hat Blut an seinem Auto. Ist das wirklich wahr? Entschuldigen Sie, könnten Sie mal rauskommen, ich hätte eine Frage an Sie. Man muss sich dahin laufen. Hallo, Sie da? Schlafen Sie da drin? Oder haben Sie gerade hier gegessen? Ich glaube, der schläft. Hat auf jeden Fall mindestens ein kleines Wildschwein hier mitgenommen. Das sieht nicht gut aus. Da muss man mal drüber polieren. Muss man mal hier machen. Müssen wir mal sauber wischen da. So sieht das schon besser aus. Sagen Sie mal, ist das Ihr Fluggerät, was hier rumsteht? Weil wissen Sie, ich habe mir gerade gedacht, da fehlt ja was. Der ist ja nur ein halber Heli.
Da könnte er umfallen. Der hat ja kein, ich sag mal so, ich bin technisch nicht so bewandert, aber da fehlt ja ein Bauch. Der hat ja da eine Freifläche sozusagen. Er hat da unten hin, das Ding da unten. Und damit kann der eben total getrashte Fahrzeuge, die nicht mehr reparierbar sind, kann man damit lüften und dann kann man die direkt in der Werkstatt oder so. Ich hätte gedacht, das ist ein Küchenmixer. Das sieht bei mir so ähnlich aus wie das Ding, wo man da ein Messer drauf steckt, wenn man sich so ein Schmusi machen will. Verstehen Sie? Geht denn das auch? Aber Fahrzeuge anheben, das kann man ja auch nicht trinken. Kann man denn auch einen Schmusi machen mit dem Ding hier? Also wissen Sie, dann will ich den nicht haben. Ich hatte überlegt, den mitzunehmen, aber dann brauche ich den nicht. Ich halte das für eine gute Idee. Ich bedanke mich. Das ist interessant, weil Rabatt kriegen heißt ja, dass man Geld hat. Ich hab ja kein Geld. Also ich bin ja der stellvertretende Geschäftsführer vom Geschäftsführer des Grevenbroiger Tagesblattes. Schlemmer mein Name. Und ich hab ja auch schon den ein oder anderen Artikel gemacht, so Kaninchenzüchter, das ist so mein Ding. Aber ich glaube, mein Chef wird mir sowas nicht finanzieren. Das sieht aus, als würde das ein paar Mark 50 kosten, das Gerät. Ah, kein Problem, das kriegen wir schon raus heute noch. Also, ich hab meinen, also der ist quasi zum Bergen von Fahrzeugen da und meiner ist so zur Versorgung von verletzten Personen. Kann man denn in das Gerät reingehen? Ist da sozusagen eine Liege drin? Kann man sich das mal auflegen? Ja, klar. Könnt ihr mal testen. Das ist aber komfortabel hier. Das ist ja richtig schön. Das ist ja luxuriös. Ja, der gefällt mir viel besser als der ohne den Bauch. Ja. Ja, der gefällt mir richtig gut. Das ist ja ganz gemütlich da drin. Falls mal jemand schwer verletzt sein sollte, dann kann ich wieder reinlegen, muss ich irgendwie auf den Boden legen und das Video oder so. Wir haben da ein Problem. Mein Pilot, ich glaube, der ist da drinnen eingeschlafen. Können Sie den mal rausziehen? Der ist eh so eine faule Socke. Ah, hier ist er rüben, rausgekommen. Hast du hier pennt oder was? Da bin ich ja beruhigt. Ja, ich glaube, man müssen wir noch mal gucken, ob da hinten vielleicht noch ein paar interessante Persönlichkeiten rumwuseln. Das ist ja schon mal ein netter Mensch gewesen. Nicht so wie der komische Fernan, wie heißt denn der komische Züchter da hinten, Fernan, der mich schauen wollte, weil ich ihn nach seinem Kaninchen gefragt habe? Guck mal hier. Die sind wohl zu aufgeregt. Schönen guten Tag. Sagen Sie, wenn ich da mir mal so Ihr Namensschild von dieser Veranstaltung hier angucke, dann klingen Sie so wie so ein japanischer Landsgenosse. Ist das so? Das ist ja schon mal eine gute Antwort. Die ist kurz, die ist bündig, die sagt eigentlich eine ganze Menge aus, bloß man kann so pressetechnisch ja nichts damit anfangen mit so einem kurzen Nein. Ich höre die immer ganz schlecht, ich muss mal näher rangehen. Ah, auch den verstehe ich nicht. Sagen Sie mal, Herr Steff. Schauen Sie mal, da brennt was auf der Straße. Ist es? Oh. Ah, da sollten wir uns doch mal angucken. Was ist denn da kaputt gegangen? Ich glaube, da brennt ein Kaninchenstall, mindestens. Sagen Sie mal, ich habe meine Frage. Wo jetzt so ein schönes Feuerchen hier ist, haben Sie Bratwürstchen mit, dass wir uns ein bisschen verköstigen können? Ja, ein Donut ist eine feine Sache. Hier schieben Sie mal rüber. Ich mag Süßkram ja eigentlich recht gerne. Oh, ich glaube, es geht los. Ich muss mal zu meinem Kollegen nach dahinter. Machen Sie mal hier weiter das Feuer aus. Ach, Sie haben die Kiste ja schon beseitigt. Da könnte mal unser Quacks uns ja auch mal Bescheid sagen, dass das losgeht hier. Die fahren ja alle schon... Sie gerade auch so. Die gehen schon alle Kaninchenstreu kaufen hier, glaube ich.
Ja, aber denn ein Startschuss oder sowas in der Richtung? Ich habe ja nichts gehört. Gar nichts, einfach losgefahren. Wahrscheinlich, weil die alle in der Versammlung drin waren, haben die das mitgekriegt. Ich glaube, mir wird über bei ihrem Flugstil. Jetzt Granus. Ah, Startziel. Startziel, fliegen Sie mal bloß nicht gegen diesen gelben Wildwuchs dagegen. Ich muss mal noch mal die Kamera zücken. Fliegen Sie mal hinter das ganze Feld, bitte, Herr Quacks. Das ist gut. Sind Sie denn der linke oder der rechte auf der Bank? Das ist gut schon so. Ich bin der, der jetzt gucken kann. Stillhalten, damit nicht verwackeln tut. Da fährt etwa einer mit einem Tempest mit. Das ist ja geil. Und jetzt vielleicht noch mal von der anderen Seite. Startschuss. Ah, das geht ja aber mal richtig zur Sache hier. Ja, da sind schon die ersten Ausfälle. Oh, da gibt es schon jemand, der abkürzen tut. Das ist ja natürlich raffiniert. Und ich habe doch Exklusivrechte hier bekommen. Was ist denn da oben der andere Presse-Heini von neulich? Von Gevelsberg? Hallo. Grevenbroich hat doch Sonderrechte und jetzt hat Gevelsberg einen eigenen Heli. Das finde ich nicht gut. Sagen Sie mal, Quacks, wo fliegen Sie eigentlich hin? Wir machen nicht mit an dem Rennen. Ah, ich sehe schon. Ich folg nur den hier. Oh, da ist jetzt aber schon... Da ist jetzt schon die Straße zu Ende, würde ich sagen. Das ist hochinteressant. Wir gucken nochmal auf die Map, wo die sich jetzt... Ah, die benutzen also sozusagen eine Überlandpartie. Zusammen wollen noch ein bisschen Rohöl farmen, die Kollegen, vielleicht? Oh, da wird aber schon die Geschwindigkeit rausgenommen vom Feld. Nicht gegen die Steine, das mögen die Sportlimousinen gar nicht. Sport. Ist ein schönes Wort, Sportlimousinen. Schauen Sie mal auf die Map. Die das kann ich machen. Gar nicht durch die Grenze fahren. Es gibt doch diese. Das ist richtig. Die Brücke. Ja, die fahren nach Pyrosaik, ja. Pyrgos. Da könnten sie stehen, die Polizei. Das haben wir wieder schlecht gemacht. Ja. Wir gucken uns mal den Damm in Pyrgos an. Das ist keine schlechte Idee. Ah, da kommt was. Passen Sie auf, Kollege. Aus dem Weg, die Presse macht den Weg frei. Jetzt wird das nämlich, glaube ich, richtig gefährlich. Ich werde mich mal... Er dreht schon um. Was ist denn das für ein Feigling? Ja, das ist... Jetzt wäre die Gelegenheit für mein Okular, was ich mitgebracht habe. Hier, gucken wir mal. Da flüchtet er schon. Er bremst da wieder. Ah, er hat da hinten auf sein Auto draufgeschrieben, I like heavy metal. Das bringt ihm jetzt aber auch nichts. Wissen Sie was? Sie haben so eine abschreckende Wirkung auf das ganze Feld, dass hier, glaube ich, sich keiner durchtraut. Wir gehen mal woanders gucken. Ja, ich glaube auch. Das machen sie aber eigentlich ganz gut. Hier stehen auch ganz dekorativ hier mitten auf dem Schotterweg rum. Ah, da kommt da vielleicht noch Kundschaft. Oh, der Schlemmer ist im Weg. Oh, Backe. Da hat sich da... Der ist da mal einfach frech, wie er ist. Durchgefetzt. Der kommt nur nicht weiter. Das ist richtig. Der Schlemmer will... Der Schlemmer will durch mitschlemmern. Fliegen Sie mal drüber über den Kollegen. Dann können wir den noch mal ein bisschen auslachen. Oh, der hat einen Reifenschaden. Ah, das ist... Das ist ganz schön ärgerlich. Ja, ich würde mal sagen, der ist aus dem Rennen raus. Aber das wäre jetzt ja natürlich eine Situation, wo man von hinten einfach mal vorbeibrettern könnte, wenn man könnte. Ja, gut. Der nächste Stelle, vielleicht mal zu den großen Grenzposten. Jetzt sieht mir momentan so aus, als ob die Polizei eine Übermacht ist. Da muss man mal jemand mit Ideen haben. Da muss man einer ein bisschen Sand aufschütten, dass man da hinten durchs Wasser fahren kann. Und ich müsste gerade mal kurz landen. Da muss man jetzt vorsichtig sein, glaube ich. Gucken Sie mal, wo die ganzen Polizisten plötzlich hergekommen sind. Haben die alle in ihrem Wagen geschlafen hinten? Wie ist es denn? Fühlen Sie sich noch ganz sicher oder sollen wir Ihnen ein bisschen Beistand leisten? Wie bitte? Der Ton war so laut. Ich frage mich, ob Sie sich noch sicher fühlen oder ob ich Ihnen vielleicht noch ein bisschen Trost zusprechen soll. Alles super, alles. Na, das ist beruhigend, wenn die Staatsmacht... Ah, gucken Sie mal da. Da können wir uns an dem Gespräch beteiligen. Also hier ist überhaupt kein Durchkommen, oder wie? Sie sind ja lustig, das sieht ja auch ziemlich zu aus hier. Ja, wieso wollen Sie denn hier durchkommen? Warten Sie mal kurz. Hallo? Ja? Ja,
Weil, wie gesagt, wir haben ja so ein illegales Rennen am Laufen und dementsprechend ist hier kein Durchkommen, außer sie geben mir mal einmal ihren Personalausweis. Dann kann ich möglicherweise das arrangieren. Alles klar. Tja, ich schätze mal, wir müssen uns nochmal vielleicht einem anderen Ort zutun. Sagen Sie mal, haben Sie nicht mal eine Information für die Presse, wo wir ein bisschen Action beobachten können? Das ist ja an allen möglichen Stellen ziemlich langweilig. Also vorhin ganz kurz den Adler, da haben wir uns gerade geschossen. Das ist sehr viel los. Wir haben ja nur drei Personen. Das ist ja schon mal eine gute Quote. Oh, dann schauen wir mal da. Dann ist das schon jemand durch. Dann haben wir mal schön jetzt den Weg verkürzt hier und sind in Sofia. Wenn Sie können, lassen. Auch Straßensperre. Landen Sie ja, doch mal. Da ist schon jemand am Ziel. Das kann ja nicht sein. Das ist ja interessant. Was hat er denn hier? Das sieht ja mal sehr lustig aus. Ich glaube, die haben gewonnen, oder? Sag mal, Vasili, wie hast du das geschafft, hier ins Ziel zu kommen auf die Schnelligkeit, ha? Denk mal jetzt nicht, ihr werdet hier von der Presse, ne? Was ist los? Ich bin ja vom Grevenbräuer Tagesblatt. Ich spreche leider heute kein Russisch. Das muss ich, kann ich nicht mit dienen. Das ist ja schon wieder so laut hier. Aber es ist mir völlig unklar, wie sie durch die ganzen Betonsperren gekommen sind. Das war ja also ganz enorm stabil, habe ich ja mal angefasst. Das war ganz hartes Material, da kommt man ja nicht durch. Haben sie so ein Flugauto oder was haben sie gemacht? Nee, wir haben Auto extra tiefer gelegt, 60 mussten wir ein bisschen außen bördeln, damit wir auch unter die Schranke durchkommen. Das war kein Problem. Dann sind wir einfach unter die Schranke durchgefahren, war kein Problem, schön tiefer gelegt. Haben wir Fahrwerk hinterher wieder zurückgefahren, das Fahrwerk, also war kein Problem. Das ist ja schon mal eine Strategie, die sucht ja ihresgleichen, diese Strategie, das ist ja enorm. Ja, wie gesagt, also Fahrzeug war optimal, Strecke optimal, alles war super. Das freut mich. Eine Gratulation nochmal aus Grevenbroich. Das war wirklich eine reife Leistung. Schade, dass wir nicht hier waren. Danke schön. Ja, die Jungs haben es ja mal richtig drauf gehabt, aber mir ist es unklar, wo die lang gefahren sind. Völlig unklar. Es ist ja so, in Grevenbroich, wir sind ja eine ganz kleine Gemeinde. Und in Grevenbroich können wir uns diese dicken Westen nicht leisten. Da haben wir Polohemden bekommen. Aber das ist auch ganz gut, ist ja schön warm hier. Das ist ja eine Mütze mit meinem Mikrofon, da kann ich ja in mein Handy reinsprechen, die Sachen, weil ich ja so verhässlich bin. Ist es nicht eigentlich Amtsanmaßung mit so einer Weste, wenn er ja nicht von der Presse ist, der alte Gangster? Ich gucke mal da drauf, das ist ja was, die kann ich ja nicht lesen. Von was für einer komischen... Was ist das für eine Insel? Ist das große Insel oder Wolfinsel? Grevenbroich, das ist auf der anderen Insel. Das ist eigentlich eher klein, würde ich mal sagen. Also, das ist nicht so groß wie hier. Das ist ja nicht groß. Aber das ist ja auch kuschelig, wenn es nicht so groß ist. Also, das ist alles gut eigentlich. Wunderbar. Was haben Sie denn jetzt nur eigentlich gewonnen, wenn Sie als Erster durchs Ziel gesaust sind wie so ein Wirbelwind, dann muss es ja auch ein bisschen Pin und Säbel haben.
viel Erfahrung gegeben. wir können ein Auto so lassen, müssen nicht umbauen. Ist alles gut. Ist alles super, Auto, alles super. Ja, vielleicht noch ein bisschen Bonus, Pokal, Sieger, bitte. Ich habe langsam das Gefühl, die haben ja nicht gewonnen. Die waren die ganze Zeit schon hier und haben hier gewartet. Ich weiß es nicht. Da müssen Sie mal die Leute fragen, die hier das Ganze organisieren. Aber es ist ja schon... Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie denn durchgekommen und wie hängt denn das mit den ganzen Sperren? Okay. Dankeschön. Na, da brauchen Sie sich nicht bedanken, Sie sollen erzählen. Hallo? Ich wollte gerne mal von Ihnen wissen, wie jetzt so gelaufen ist. Erzählen Sie doch mal. Ich glaube schon, aber ich guck mal, ob ich noch jemand anders sehe, mit dem ich reden kann. Nee, ich glaube, das waren schon Sie. Ich habe andere Leute zugehört, die habe ich hier einen Stecker im Ohr gesehen. Achso, ja, ich habe auch so einen Dreckfropf in dem Ohr, der stört mich auch manchmal beim Zuhören. Aber wie war denn die Fahrt? Haben Sie denn was Schönes erlebt? Achso, unsere Fahrt, ja doch, die war sehr aufregend. Die wurden verfolgt und haben uns dann weggesneakt und sind dann dementsprechend an der Seite der Grenze entlang geschwommen. Haben wir schon lange für trainiert. Und dann, als wir dann drüber waren, sind wir in einer Garage hier in diesem Föderationsgebiet gerannt mit sehr viel Energy Drinks, Infos und dann sind wir mit einer Sportlimousine so schnell wie möglich hierher gefahren. Aber und ist das denn der korrekte Weg oder ist das so ein bisschen mit Schummelei verbunden? Ja. Ist denn das korrekt der Weg gewesen oder ist das geschummelt worden eigentlich? Na, das Schummeln ist ja mit dem Garagen benutzen und zweites Fahrzeug ausparken und sowas. Das ist ja eventuell, wenn, stellen Sie sich mal vor, der arme Mann, der an so einem Rallye-Rennen teilnimmt, der hat ja nur ein Fahrzeug. Und wenn er dieses eine Fahrzeug halt vor der Schwimmbassinstelle abstellt, dann ist das ja einfach mal auf der anderen Seite. Aber ist, man könnte es auch trickreich nennen. Naja, ja, das ist natürlich, das ist ja schon wieder richtig raffiniert. Was ist denn eigentlich mit dem Kollegen da drüben los? Er wird ja nicht müde, seine Schummelgeschichte hier mit dem flunderartigen Auto zu erzählen. Aber ich finde das originell. Das originell. Auch wenn ich nochmal versuchen muss zu lesen, von welcher komischen Karnevalstruppe die sind. Bralawalla. Ich glaube, die heißen Bralawalla. Ja, das ist ein schöner Name, Bralawalla. Mir ist nicht zu helfen. Das heißt Bratwa. Bratwa? Ich glaube, das heißt Bravalla. Ich glaube, das ist Bravalla. Das ist ja so eine Karnevalstruppe. Bravalla heißt die. Dann fragen Sie den Herrn nochmal. Na, das ist mir zu gefährlich. Der fummelt ja die ganze Zeit an seinem Pistolett darum. Nachher kriegt er da noch einen Aggressionsanfall und dann habe ich eine Kugel an der Mütze. Haben Sie... Nee, warte mal. Haben Sie etwa... Welches Auto haben Sie genutzt? Die haben ein Go-Kart genommen. Ja, okay. Wir haben was ist diese Go-Kart? Nein, wir haben Auto. Was ist diese? Und das schnelle Auto. Sport, schön tief, Dach ab, Cabriolet, Kopf ein und unter der Schranke. Da hab ich doch gesagt. Wo bleibt dein Auto kaputt, aber egal, Auto fährt. Auto nicht kaputt, was laberst du? Formel 1 kaputt, der Arme. Ist kaputt, Formel 1 der Arme. Meine kaputt. Ja, haben auf jeden Fall Spaß, die Kollegen. Nein. Ich weiß ja nicht, was sagt denn eigentlich die Uhrzeit? Gucken wir mal drauf. Es sind noch eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, wir müssen uns mal über... Wir müssen uns nochmal überlegen. Genau, wir müssen nochmal die Action suchen.
Dann wollen wir noch mal schauen, ob wir hier noch mal mit ein paar Siegern sprechen können. Bis jetzt haben wir gesehen, drei Autos, die reingekommen sind, glaube ich. Das ist ja schon wieder der Bratwanese, der unbedingt... der will mit seinem Kopf... Könnten Sie noch mal weggehen, bitte? Du sprichst nicht. Doch. Der Kollege von der Presse, könnten Sie da unten mal weggehen? Er will uns jetzt schwierig machen. Ich glaube, die wollen unter dem Heli rumliegen. Ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt zu tun hätten, wollen zu können. Ja, das ist gut. Der Lukas ist wirklich... Das ist nichts passiert. Das ist alles in Ordnung. Ist alles wunderbar. Wenn sich jetzt so ein paar Lebensmittelleute drunter stellen, kann ich auch nichts dafür. Das ist alles in Ordnung mit dem Helikopter. Das ist keine Schramme drin. Das ist ja wunderbar. Wir haben hier mein kleines Zeh. Wir haben mein kleines Zeh mit dir. Ja, dann dürften sie sich nicht unter den Hintern stellen. Also, ich habe ja eine Mille. Du kannst ja gleich meine Promille haben, kannst du, wenn du meine Kneipe gehst mit deinen Freunden. Hier kannst du mal einheben auf uns und sagen Prost und dann hast du eine Promille. Das geht in Ordnung. Das kann ich dir erlauben. Er sieht schon ganz mitgenommen aus, der Kollege. Da guck mal, da unten am kleinen Zeh, da ist ja ein Defekt. Das sehe ich ja von hier durch den Schuh. Was ist da? Ja, das ist der Fehl. Der ist da nicht mehr. Er tut das denn noch weh? Nein, der ist weg. Der will, dann, der kann nicht mehr weh tun. Der ist ja, ja, aber dann ist er gut. Dann ist er gut, wenn er weg ist. Dann kann er auch nicht mehr weh tun. Nur ich stell mal sagen, ich habe eine gute Haftpflichtversicherung. Und mit seinem Zeh tut mir ja fast doch ein bisschen leid, aber... Da sind ja die Kollegen von der Bratwanikow, der Karnevalsorganisation, immer noch hier. Sagen Sie mal, Grevenbräucher Tageszeitung, was haben Sie denn heute so Spannendes erlebt? Ja. Der hat ja nichts erlebt. Aber er geht jetzt noch was erleben, damit er uns was erzählen kann. Ja, komm mal zurück, Junge, erzähl uns mal schön. Entschuldigung, ich war ja gerade bei dem anderen da hinten. Was haben Sie gerade gesagt? Ich muss gerade noch ein bisschen Papierkram führen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen, ja? Ja, das ist kein Problem. Ich will Sie nicht von der Arbeit abhalten. Herr Honig? Jo, alles klar. Herr Honig? Gucken Sie mal, der Honigmann, der beherrschte eine seltene Fähigkeit, der kann im Stehen schlafen. Stören Sie ihn doch nicht. Herr Presse oder Herr Pressemann? Ich habe den richtigen Namen. Ich heiße nicht Pressemann. Ich heiße Horst Schlemmer, Gräfen... Grevenbräucher Tageszeitung, Horst Schlemmer, mein Name. Mein Name ist Jörn K. Ich bin nur einige Stunden hier auf dieser Insel und schon wurde mir das Angebot gegeben, an einem Rennen teilzunehmen. Ich habe natürlich teilgenommen und habe natürlich auch geschafft. Ist es wirklich wahr? Haben Sie das wirklich ins Ziel geschafft? Ja, da ist mein Gewinnerauto. Wie haben Sie denn das geschafft? Wie ich das geschafft habe, dann kommen Sie mal mit, dann kann ich Ihnen das ja erklären. Ich bin ja ins Ohr. Oder wie man so sagt. Dann können Sie ja ruhig erzählen, das bleibt ja unter uns. Warten Sie, Sie können mal ein Foto machen von meinem Auto. Das ist eine gute Idee, warten Sie mal, ich hole mal die Pocketkamera raus. So schön freundlich. Es ist wunderbar, Hammerbild geworden. So, und jetzt erzählen Sie doch mal... Ah, ist ja schon wieder der Mann mit dem kleinen Zeh. Gehen Sie doch mal aus dem Bild. Erzählen Sie doch mal, wo sind Sie denn lang geschwommen, gefahren? Wie haben Sie denn das gemacht? Ja, ganz easy, ganz easy. Was ich geschafft habe, war... Das ist sehr schön. Sie sind doch letzter geworden. Ja, wir haben einfach kein Geheimnis. Wir sind einfach hier irgendwo auf einmal so aufgetaucht. Aber wissen Sie, er ist zwar letzter geworden, dafür hat er aber noch 10 Zehen. Die hat er auch nicht. Echt? Nee, es gibt wirklich noch mehr Leute, die gekommen, die noch fahren, oder? Ich glaube, letzter bin ich noch nicht gekommen. Wir haben ja noch
gute 10 Minuten. Ja. Gucke mal, da liegt hier schon einer, der. Da hat einer schon. Es läuft sich beschissen ohne kleinen C, ist jetzt so? Ja. Ich bin mal umgefahren. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ja, das ist richtig. Ich sehe jetzt schon, sie haben ja nicht nur einen kleinen C verloren, mittlerweile fehlt ja ein halber Fuß. Warten Sie mal, den kleinen C brauche ich jetzt zum Aufstehen. Das geht nicht mehr. Ja, das macht nichts. Sie sind ja ganz kleidsam hier am Boden, das sieht gut aus. Ziehen Sie mich einfach mal drüber, weil ich will weg von der Straße hier. Warten Sie, ich versuche mal, ob man auf Ihnen drauf sitzen kann, so wie eine Parkbank. Ich erzählen, wie ich das jetzt gemacht habe. Das ist gut. Ja, sag mal, was ist denn mit dem anstrengenden Kollegen hier hinten los? Warte, den müssen wir uns wohl nochmal anhören, die Geschichte. So, was ist denn jetzt los, du, sie alte Nervbacke hier? Was ist denn jetzt? Ich will mal mit der Geschichte, aber mal versuchen, in 4 Sätzen zu erzählen, nicht wieder so langsam. Viele sind ja von Kavala aus gerade ausgefahren. Ich habe am Start mich total umgedreht. Das heißt, Richtung Marktplatz, bin dann von der Garage was abgebogen, wollte dann mal zur Brücke hingehen und merkte so, da waren schon ein paar Sportis. Und dachte ich erstmal so, okay, ich halte mich erstmal zurück. Also Sie meinen ein paar Sportis, da meinen Sie mit ein paar Sportanzüge waren da? Genau, ich habe da ein paar Sportis gesehen. Sportis, was meint er denn mit Sportis? Ich verstehe nur Bahnhof. Das ist die Jugend von heute. Das ist ja wirklich ein abgerissener Kollege hier auch. Hat er noch nicht mal richtige Schuhe hier. Müssen wir mal eigentlich mal gucken, ob wir dem noch mal was geben können. Vielleicht einen Donut, haben wir noch was übrig. Vielleicht können wir dem... Ah, wie heißt denn der Kollege hier? Das ist der Leonard. Erzählt immer noch von seiner Reise, oder? Ich höre schon ja nicht mehr zu. Ich schieb ihm mal einen Kaffee, vielleicht stoppt er dann mit der Erzählung, der Leonard hier. Gib ihm mal sowas Schönes. Mit den Grenzposten mal zu reden. Da gibt es keinen Durchlass. Ich hab denen erklärt, dass ich Steine fahren will, haben sie mich nicht durchgelassen. Mein Gott, der Leonard ist ja aber, glaube ich, schon ein anstrengendes Bürschchen, ne? Wenn dein ganzes Leben immer so erzählt. Also, sagen Sie mal, wie kommen wir denn aus der Situation wieder raus? Ich bin ein höflicher Mensch, aber... Nehmen Sie einfach dieses Geschenk, was ich Ihnen gerade gegeben habe. Das ist ja mal wirklich interessant, was da passiert. Das ist super. Steffe, machen Sie das mal. Ich bin ja ganz hin und weg, das ist ja wirklich... Ich glaube, das hat mich erledigt. Das hat mich einfach umgehauen. Ich bin einfach mal... Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es hat mich erwischt. Aber so ein Fünkchen Leben ist noch in mir drin, wenn jetzt nochmal so jemand kommt und mich hier irgendwie... Macht keiner. Keiner ist so gut zu mir und holt mich zurück. Diese scheiß Drogen. Die gibt da ja nicht. Wollen die mich da ausrauben? Wir haben da hinten einen Verletzten. Können Sie vielleicht mal gerade mal herkommen? Ich glaube, die wollen mich ausrauben. Jetzt setzt er sich auf meinen Kopf rauf. Das gibt da ja nicht. Ist das ein ekelhafter Mensch? Okay, oh, perfekt. Da bin ich einfach mal über die Stränge geschlagen. Zack, sonst immer nur ein halbes Bierchen. Und jetzt, rapzap, so eine psychedelische Droge reingepfeffert. Und schon strecke ich mein Bein in den Himmel. Weiß ja nicht mehr, wo ich bin. Oh, mir wird ganz anders, wenn jetzt nicht bald ein Sani kommt. Sani! Er ist schon da. Er ist schon da, da ist er. Er hat sich Drogen eingeführt und ist mit dem anderen Herrn, der da liegt, zusammengeknallt. Ich hab mir nichts eingeführt, glaube ich zumindest. Da muss ich direkt mal, wenn ich wieder bei Sinnen bin. Ah, da bin ich wieder. Ja, das war ja was. Also, wie ist denn das geschehen? Himmel, Herrgott, das war aber ein Trip. Ich habe einen Kaffee zu mir genommen und ich weiß gar nicht, was da drin war. Und einen Donut hatte ich von der Polizei. Da muss wo was drin gewesen sein.
Jetzt kommen Sie schon wieder mit irgendeinem so vergifteten Gebäck an. Ja, bitte. Das ist... Ich bin mir nicht sicher. Kommen Sie mal hier rüber. Ja, den letzten Donut, den ich vom Polizeirevier hatte, der war nämlich genau das Problem, glaube ich. Sagen Sie mal, das ist aber kein kleiner Racheakt von Ihnen wegen Ihrem scheiß C, den Sie da selber irgendwo verloren haben, dass Sie jetzt hier irgendwie mehr den Donut hier vergewählt. Bleiben Sie mal stehen hier, ich rede doch noch mit Ihnen. Das kommt alles so ins Protokoll rein. Ich mache da einen Artikel über Sie, der wird sich gewaschen haben. Mein Chef, der quatscht mir gerade in meinem Ohr und ich kann Sie leider überhaupt nicht verstehen. So, jetzt bleiben Sie doch mal stehen. Was ist denn jetzt hier für ein Donut? Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Quatscht immer so viel. Das ist ein bunter Donut, da sind ganz viele Streusel drauf, da muss ich aufpassen. Da können Streusel auch noch abschließen. Ja. Jetzt können Sie mal anfangen zu reden. Das ist keine schwere Bewaffnung. Das ist wirklich. Gucken Sie mal. Ich glaube, da war auch. Was ich schon nicht gesehen habe, diese Karnevalsorganisation, diese Brativa, Bralavatabat, die haben da ja Reiterhosen an. Guck dir mal, die haben Reiterhosen. Die haben Reiterhosen an. Das ist ja stark. Haben Sie das schon gesehen? Sind Sie von der berittenen Karnevalstruppe? Wir reiten auf alle. Haben Sie das schon mal gesehen, dass Ihre Hose hinten so einen Einsatz hat? Da können Sie sich direkt auf den Esel raufsetzen. Da scheuert nichts. Wissen Sie, Kampfeinsatz. Da keine Kugeln im Arsch bekommen. Ja, das ist natürlich gut, ja. Kugeln im Arsch sind, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich kann da nicht aus eigener Erfahrung reden, aber ich glaube, das ist nicht schön. Ich weiß, ich habe von den Partisanen abgerufen. Die haben da öfters meine Brust. Ja, erzählt mir jetzt nochmal die Geschichte. Na, das ist ja super. Geben Sie mir bitte Drogen wieder. Ich glaube, ich habe hier noch für heute. Wenn man aus so einer kleinen Stadt kommt, dann ist das hier ganz schön aufregend alles. Ja, wer war das mit dem Oxy? Waren Sie das mit dem Oxy? Ich hatte da was genommen und ich bin gestorben! Das Oxy war ja nicht gut! Ich müsste Sie mal kurz unterbrechen. Mein Chef möchte wieder nach Hause fliegen. Muss ich ja direkt mal überlegen. Ich bin doch eigentlich sein Chef. Habe ich gesagt, ich will nach Hause fliegen? Wahrscheinlich. Die Herren, also, ich würde mal sagen, wir könnten noch mal vielleicht andermal Kaffee und Kränzchen mit Streuseln und Bunten und Chemiedrogen und sowas, aber für heute ist mein Kanal erstmal voll. Ich wünsche Ihnen was. Ich hoffe, es gibt eine baldige Heilung mit Ihrem komischen Ding da am kleinen C. Das hat nicht noch mal so... Wenn Sie nur eine halbe nehmen, dann passiert Ihnen noch nichts. Ah, das... Ich glaube, ich hatte zwei. Herr Sokrates, ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Ich glaube, es ist Tag. Ich gehe zu Bett. Ja, warten Sie mal. Ja, was ist denn? Nein, aber Sie haben ein Schild um den Hals, Mensch. Sie haben ein Schild um den Hals. Sokrates möchte den kleinen Zeh verlieren. Deswegen ist das ja alles geschehen. So, die Herren, haben Sie das falsch gesehen? Wenn Sie wollen, also der Herr, hier, also Herr Sie hier. Ja, bei dies. Kommen Sie mal bitte mit. Ich komme. Ah, das ist das Gewinnerauto. Müssen Sie jetzt mal bitte die Presseweste rausnehmen? Ich kann Sie nicht so weit rumlaufen lassen. Das ist ja peinlich für unser Beruf hier. Das ist allerdings wirklich, das ist ein starkes Stück, diese Weste. Die gibt einem direkt so das Gefühl, dass man stark ist. Das ist nicht nur eine Presseweste, sondern eine starke Presseweste. Ja, das ist wirklich... Mit wem hatte ich denn das Vergnügen? Also, welche Zeitung? Also, ich bin nochmal, kann mich nochmal vorstellen, Horst Grävenbräuch. Na, jetzt sage ich schon Grävenbräuch. Bin der Horst Schlemmer aus Grävenbräuch. Bin schon ganz verwirrt, ich muss ins Bett. Das ist ja alles ganz so anstrengend für mich. Nee, wir sind einfach nur die ganz normalen Drachen. Die werden hier eine Moderation leider nur veröffentlicht, weil die so positiv schade ist, mal ein bisschen Geld aufzulassen. Ja, das ist prima. Quacks, mach doch mal da hinten den Motor aus. Man kann ja überhaupt nichts verstehen, verdammt normal. Der Junge. Jetzt schießt er auf unseren einzigen Heli. Ich glaube es ja. Naja, in dem Karnevalsverein haben die anscheinend doch auch echte Knallplätzchenpistolen hier. Scheint mir zumindest so. Die Herren,
Ich hatte zwar noch nie vorher das Vergnügen, aber es war doch ja eigentlich ganz gemütlich. Auch wenn... Oh, jetzt macht er den sogar wieder heil. Der ist ja wirklich... Nächstes Mal nehmen wir sie mit in unser Kamerafahrzeug mit. Ah, das ist auch eine schöne Sache. Ich habe ja so eine kleine GoPro hier auf meinem Nachtsichtgerät drauf. Die Herren. Wir haben da ein Fahrzeug, da ist zwar nicht nur geschützt drin, da hat man auch direkt zwei integrierte Kameras drauf. Na, das ist eine feine Sache. Das gucken wir uns das nächste Mal an. Wo ist denn der Quacks? Haben Sie den gleich... Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Haben Sie den Quacks gleich mit erschossen, nachdem Sie den Heli abgeballert haben? Nee, der lebt noch. Er sieht zumindest ja, so ein bisschen lebendig aus. Die Herren, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Ja, danke. Ihnen auch. Was war das denn? Das war ja eine Dame. Wo sind hier... Warten Sie mal, wo sind denn hier anwesende Damen? Ich kann, Moment, der hat einen Bart, der hat auch einen Bart, der hat auch einen Bart. Wo kommt denn die Stimme her? Wo ist denn die Dame? Wo ist denn die Dame hier? Die muss hier in dem Auto hier drin sitzen. Na, da ist sie auch nicht. Das ist mir ja unverständlich. Sehen Sie mal, ich höre schon Stimmen. Ich muss wirklich ins Bett. Das hat keinen Sinn mehr. Machen Sie Idiot! Kann schon nicht mehr einsteigen. Diese Drogen, die sind wirklich fürchterlich. Meine Herren, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses wirklich erbauliche, diesen erbaulichen Ausflug. Man muss bloß leider sagen, die Action, die hier vom Rennen war, die war nur halb so gut wie die Drogen, die es danach gab. Machen Sie Idiot, bis zum nächsten Interview.